Servus Leute, willkommen zu einem Video auf dem Kanal. Erstmal kurze Warnung, und zwar, falls ihr auf Steam sowas wie ich hier gerade bekommt, solche Links mit One Free Game Only for New Users, take the game you want, go to, und dann kommt ein anderer Link, als ich erwartet hätte, genau den hier. Und zwar ist das Ganze ein Hack für Steam. Was heißt das? Das sieht man hier auch hier. Das habe ich auch geschrieben. Und zwar wurde mein Steam-Account gehackt gestern, also am 17.09. Das Ganze habe ich dann wieder behoben mit dem Steam-Support, dies, das, Ananas und so weiter. Aber heute soll es nicht darum gehen, sondern es geht heute darum, um die Übersicht unserer kommenden Projekte oder um unsere Projekte jetzt schon. Und zwar haben wir jetzt ja verschiedene Server. Und zwar haben wir einmal den jemalsgaming.de Projekt, der Netzwerkserver, in dem Minigames dabei sind, dies, das und so weiter. Und wir haben unseren Roleplay-Server, unseren RPG, Roleplay, unseren Real-Life-Roleplay-Server. Und zwar gehen wir jetzt mal drauf. Es ist jetzt so eine. Okay. Muss man nicht verstehen? Kann man nicht verstehen? Okay. Oh, mir ist das ganz wild hier. Okay, Und zwar, schau mal kurz, zack, zack. Und zwar geht das Ganze nämlich darum, dass wir einen Real-Life-Server erstellen. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, ich erstelle hier mal ein Video dazu. Denn es könnte ja sein, dass manche sagen, ja, hey, cool, Real-Life-Server, dies, das und so weiter. Und da möchte man vielleicht auch gerne dabei sein. Ich habe auf Facebook schon eine Umfrage gemacht und habe gefragt, wer hätte gerne Interesse, der kann sich gerne melden. Uns haben sich zwei Personen schon mal gemeldet. Dazu ist aber ein Problem, und zwar müssen wir natürlich noch, das ist ja klar, müssen wir natürlich noch die ganzen Sachen und die ganzen Maps und so weiter alles machen. Ebenfalls die Plugins und so weiter. Deswegen haben wir bis jetzt erstmal den ersten Server noch nicht mal fast fertig. Also wir sind jetzt erstmal noch in der Lobby. Dann müssen wir noch das Bed Wars aufbauen, noch Sky Wars und die ganzen Minigames extra. Also die kommen nacheinander. Aber erstmal wird das Server bei Bed Wars oder Sky Wars oder beidem veröffentlicht. Das heißt, ihr könnt Freunde hinzufügen, dies, das, Partys machen, Partys erstellen, Ränge kaufen, dies, das, das. Und wo ihr Ränge kauft, kann ich euch auch gerne mal zeigen. Und zwar geht ihr auf. Wow, was funktioniert? Auf euren Internetbrowser des Vertrauens, in meinem Fall Google Chrome, und dann geht ihr hier auf diesen Link, der unten in der Beschreibung nochmal ist, und oh, das muss ja wieder anders ist, und dann gehen wir hier runter auf die Pfeile zu unseren Angeboten. Dort geht ihr dann hier ganz runter, hier unser Angriffsserver Angebote, beziehungsweise nein, ne? Okay, müssen wir noch eintragen. Okay. Müssen wir noch eintragen, meine Damen und Herren. Mit Premium-Ringe, VIP-Ringe, Gold-Ringe und Diamant-Ringe. Wird es auch bei mir geben. Nur hat der Preis sich ein bisschen anders zu verhalten. Also die Hälfte davon circa wird dann mein Preis sein. Das heißt, 10 Euro im Monat, die werden wir nochmal aufteilen auf vielleicht 8,50 im Monat. Hier sind es dann 5 und das sind dann vielleicht 2,50 pro Monat. Hört sich relativ billiger an, aber ich und mein Developer müssen uns erstmal dran setzen. So, was ist euch noch aufgefallen? Ja, wir werden bei deinem GTA von Andreas Online-Server haben. Ja, nicht schlecht, oder? Finde ich auch. Okay, der läuft. Der läuft, okay, perfekt. Dann starten wir mal, gucken, was funktioniert. Und also wir werden uns auch noch vielleicht ein GTA Andreas Real-Life-Server holen oder gucken, dass das Ganze funktioniert, wie wir das Ganze möchten. Okay, wenn jetzt da unten rumgeschaltet oder was, willst du mich verarschen oder was? Junge, was soll denn das? Alter. Achso. Hä? What the fuck? Okay, das sind immer wieder die Serverprobleme. Genau. Und zwar werden wir den Projekt der Server bald aufmachen und unseren Roleplay-Server, wenn das Ganze fertig ist. Dazu kommen wir noch zu unserem Aggressive Auto Multiplayer Server. Der ist noch nicht ganz, der ist überhaupt noch nicht mehr fertig, der wurde noch nicht mal angefangen, ist aber schon bei uns in der Produktion. Und nochmal da vorne. Und zwar, bietet Rockstar Games geht es Andreas kostenlos an. Falls ihr den Rockstar Games Launcher überhaupt habt. Das ist eine gute Idee von Rockstar Games.
Und zwar geht ihr einfach auf Store und geht dann hier, und das mal ganz egal, auf geht das an Andreas, zack, und könnt ihr es kaufen. Dazu müsst ihr aber 18 sein, was irgendwie so komisch ist, und müsst euren Ausweis eintragen. Das ist relativ komisch geworden. Dazu, wie gesagt, werden wir einen San Andreas Multiplayer oder MTA San Andreas Multiplayer Server uns gönnen. Es gibt Politik. Lol, es gibt ein neues Game. Müssen wir anzocken. Cool, cool. Echt? Das ist doch nicht neu, oder? Ist das neu? Nein, okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, werden wir noch einen GTA San Andreas Multiplayer Server erstellen. Ein Minecraft-Server, beziehungsweise Minecraft-Server, ein Real-Life-Server und der normale Server-Netzwerk-Server. Und dazu, wenn wir noch, warte mal, ist das nicht, ist das hier nicht der richtige? Das ist doch hier der richtige, ich hab doch den aufgemacht, ne? Scheiße. Schau, was jetzt funktioniert. Okay. Machen wir die mal alle raus. So. Ah ja. Okay, ich mach. So. Dazu, wie gesagt, gibt's ja nochmal. Okay. Connection lost. Okay. Liegt nicht an mir. Ich weiß nicht warum. Egal. Auf jeden Fall kommt noch ein GTA San Andreas Server dazu. Vielleicht eventuell noch ein Minecraft Windows 10 Server von Minecraft, also von Windows 10er Minecraft. Kommt vielleicht noch dazu, das ist es unsicher, ob wir noch einen extra PE Server mit Minecraft machen, dass wir dann 4 Server hosten, beziehungsweise 3 Server. Das ist noch in der Produktion, sagen wir, in letzter Reihe erstmal, dass man auch mit dem Handy anzocken kann. Wir werden es versuchen, aber wir können nichts versprechen. Dazu, wenn wir noch Glück haben und Glück haben, kommen noch andere Server, wie vielleicht eventuell noch Garry's Mod oder auch was wir hier anbieten, wie gesagt, Minecraft Server mit Interface ist mit dabei. Werden wir anbieten, was haben wir denn hier noch? Und wir werden auf jeden Fall noch TS3-Server können wir nicht anbieten, leider, die werden nochmal extra von wo geholt. Aber die Minecraft-Server bieten wir natürlich an, ohne 5 GB RAM, bei uns sind das nur 1 GB, wenn überhaupt. Mal gucken, aber die Angebote hier sind nicht von uns, die hosten wir nur weiter, beziehungsweise die geben wir nur weiter. Die einzigen Angebote, was von uns sind, wären unsere TeamSpeak-Bots. Dazu, eventuell. Dazu noch unsere Minecraft-Server-Angebote, die Domains und die ScienceGang.net Serverränge, die werden von uns verkauft, also die gehen direkt an uns. Der Rest wird direkt an den Hoster geleitet. So sieht's nämlich aus. Ja, und wenn wir Glück haben, vielleicht noch eventuell, aber das ist noch ganz unsicher, werden wir also einen Garry's Mod Server noch machen. Und eventuell noch einen FS17 Server. Das Ganze ist noch so, naja, im Projekt noch nicht so mit drinnen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist bei uns im Moment das Wichtigste der Minecraft-Server, der Roleplay-Server und ebenfalls noch der San Andreas-Server. Das heißt, auf Stufe 1 steht jetzt erstmal das Projektnetzwerk, auf Stufe 2 steht unser Roleplay-Server. Okay, perfekt. Man leckt hier komplett wieder rum. Und, okay, wie viel haben wir denn? Okay, noch gar nichts, okay. Und auf Stufe 3 steht dann quasi GTA 5. Also, wenn wir jetzt auch so auflisten, wäre das hier Minecraft, das ist unser Projektnetzwerk, das hier wäre dann unser Roleplay-Server und das hier wäre dann GTA, das heißt 1, 2, 3, Stufe 3 ist natürlich am schlechtesten, sagen wir mal so. Und damit würde ich sagen, war's das mit dem Video, ich bin nicht mehr raus, danke fürs Zuschauen hier, für die Interessenten auch unter euch, falls ihr Fragen habt oder so, einfach in die Kommentare schreiben, auf unserer Facebook-Gruppe, Facebook-Seite vorbeischauen oder weiß der Geier, was ihr noch machen wollt. Ich würde sagen, und dann schaut auf Instagram vorbei, falls da irgendwelche neuen Sachen kommen sollten, dann darf man da erst einen Stand. Falls ihr noch nichts getan habt, dann abonniert jetzt diesen Kanal, aktiviert die Glocke, falls ihr nichts mehr verpassen möchtet. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, falls euch solche Projekte interessieren. Dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Ich bin raus. Bis dahin, haut rein und ciao.